Also, wollen wir mal gucken. Die haben wir alle schon da hier, Kostos und Wotzus und wie sie alle heißen. Und die haben alle noch ihre Waffen. So, ich habe ein paar von den... Genau, die Batterien sind erstmal nicht so wichtig. Ich habe ein paar von den Verteidigungsanlagen schon in Auftrag gegeben. Hier unten ist noch was und hier... Dann scheint mir, wir müssen das hier verstärken, weil da sind die ja das letzte Mal eingebrochen. So, Wand aus Granit. Bauen wir da mal was hin. Und nur zur Sicherheit. Bauen wir hier mal quasi als... Kunstinstallation, eine Selbstschussanlage in Markus Schlafzimmer. So, und hier bauen wir auch noch was hin. Und dann müssen wir den Strom erweitern, weil das geht da nicht nah genug ran. Hier. So, dann. Die stehen schon alle auf Bauen, das ist gut. Dann, wenn sie nichts bauen können, weil sie kein Zeug haben, sollen die auf Bergbau stehen. Und es sollen alle bauen, die bauen können, und alle Bergbauen können, die So, dann hoffen wir mal. Und nicht vergessen, dass unsere Leute teilweise Stelle zum Meditieren benötigt. Folgendes Bedarf an Psyfokus. Es gibt aber keine einzige Stelle, wo sie meditieren können. Kann man denn eine Meditierstelle, ein kleiner Naturschrein, den kann man bauen. Zu meditieren, okay. Und einen großen Naturschrein kann man auch bauen zum Meditieren. Das können wir gerne tun. So. Dann hoffen wir mal, die bauen auch wirklich was. Dann können wir, wenn die damit fertig sind, können wir unsere Neuankömmlinge vielleicht jagen lassen, damit wir ein bisschen Essen kriegen. Jäger ohne Fernkampfwaffe, wer ist das denn jetzt schon wieder? Constantia! Constantia hat keine Waffe, weil Constantia gerade erst dazugekommen ist oder so. Keine Ahnung. Haben wir eine Fernkampfwaffe für Constantia? Einen guten Revolver. Der muss reichen. Nussi baut den kleinen Naturschrein. Das ist doch passend. Nussi, unser Pflanzenmeister. Wird aber ewig dauern hier. Wand wird verstärkt, sehr gut. Nahrungsmittelvergiftung, ja. Kritischer Alarm, Zusammenbruch. Kostus, Kostus, was los? Ohne Nahrung gegessen. Ja, mein Gott, dann bist du selber schuld, nicht? Stahlreste gestoßen. Sehr gut, Stahlreste. So. Yes, Naturschrein. Fokuseffekt beeinflusst durch Wand aus Granit, Stromkabel, Stromkabel und so weiter. Das heißt, das heißt, was? Was heißt das? Vielleicht geht der besser hier, Romanos. Aber der hat an dem Romamos. Warum sage ich immer Romanos? Weißt du was? Die sind ja jetzt Teil der Kolonie. Machen wir eigentlich das, was man nicht macht. Constantia.
Dekas Kostos Kostos. Warum nennen wir ihn nicht Dekas? So, und Butates. Haben wir nicht einen Butates hier? Wir haben einen Butates. Sind die, wahrscheinlich sind die Geschwister hier, Adeodata und Nylos Butates. Schauen wir mal. Sie sind Rivalen. Okay, vergiss es doch ganz einfach. Blick da durch, Familienverhältnisse. Butates ist ein sehr häufiger Nachname auf einer Rimwelt. Okay, hier, das haben wir fertig. Hier fehlt noch einer, da fehlt noch einer, hier fehlen noch zwei. Dann könnten wir hier hinten auch mal dicht machen. Oh, das ist okay. Hier können wir ein paar mehr Fallen hinbauen, glaube ich. So. Und da kommen die ersten. Die kommen von hier, das heißt, sie gehen hier rein, das ist gut. Und die kommen von hier unten, das heißt, sie gehen hier hin, das ist nicht so gut, weil das ist immer noch nicht fertig. Okay. Wenn die hier hingehen, ist das Meerschweinchen. Es gibt Meerschweinchen hier. Okay. Wenn die hier hingehen, dann würde ich sagen, ach ja, geht mal der Kernfernkampftrupp hier, Kerstin, Heiko und Carsten. Die gehen mal hier hin. Oh. Und dann schauen wir mal. Immer noch Stelle zum Meditieren benötigt. Ist das keine Stelle zum Meditieren? Kann ich da nicht meditieren? Hm. Na, müssen wir uns gleich drum kümmern. Jetzt haben wir erstmal wichtigere Sachen. Also, die drei sollen dahin gehen. Dann Bench vielleicht noch. Kann sich hier mit der Flinte verschanzen. Sissi hat super LMG. Cross geht hier hin. So, und die Janitscharen gehen hier hin. So. Und dann muss Nono leider hierhin für den Fall, dass wir Nachschub holen müssen. Und Markus geht hierhin, so. Da kommen sie schon an und hauen die Mauer kaputt. Das ist schon wieder Merlin. Mein Rivalen Konstantia verloren. Ach, die waren Rivalen. Ach so, ja, klar waren die Rivalen. Konstantia ist eine Frau. Ach je, ja, das ist wieder unser Merlin. Das ist, wer entführt wird, wird irgendwie umgekehrt. Wahrscheinlich foltern sie die im Urwald oder sowas. Und dann drehen die komplett um, wie in dieser einen Voyager-Folge, wo Chakotay dann plötzlich eingespannt wird für so eine komische Terrororganisation. Aber der mag auch seine ganzen Freunde nicht, die hier mit im System, also mit im Gebiet sind. Krokodil kann er nicht leiden, Sempukan kann er nicht leiden, Dokanankra kann er nicht leiden.
Kann er alle nicht leiden. Da kann er uns noch Benchmarker am liebsten und Kerstin. Erstaunlicherweise Kerstin. Kerstin hasst er nur mit -2. Also, das heißt, er ist so gut wie indifferent Kerstin gegenüber. Und das ist das Liebste, was er einen Menschen hat. Noch nicht mal Markus, obwohl Markus halt sein Freund ist eigentlich. Was haben wir hier sonst für Leute? Türkise Viper, Lettre, Nashorn, Seara, graues Chinchilla. Was sind nicht alle Chinchillas grau? Schwarzer Wombat. Humps. Okay. Und Ratte. Die versuchen hier. Also gut, wir sind hier schon einigermaßen. Also Kerstin ist da schon. Die anderen kommen auch sehr gut. Oh, Cross, nein. Da nicht. Dann schießt du auf uns. Und... die kommen jetzt von hier. Okay. Und wir lassen mal das Faultier frei. Und ihr könnt euch ein bisschen anders verteilen. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Wir haben natürlich leider keine von den... von den Fallen, von den zusätzlichen schon fertig. Das ist ein bisschen dumm. Ach, die wollen... ach, die greifen... na gut, zwei kommen hier längs. Okay. Aber auch wirklich nur zwei. Und der eine kehrt wieder um. Okay. Dann würde ich sagen, müssen wir das anders regeln. Nanu. Da ist noch einer übrig. Machen die da oben? Warum bauen die das ab? Es ergibt nicht wirklich viel Sinn. So, kann Markus jetzt Janitscharen oder sowas rufen? Ja! Sehr gut. Und was ist mit denen? Die kommen jetzt hier oben längs, nachdem der hier gemault wurde von... ja, die kommen jetzt hier durch. Okay, das heißt, wir müssen nach oben mit der gesamten Truppe. Okay, müssen wir noch mehr rufen jetzt? Okay, wir mussten Dekas. Nice. Cool. Die können wir gefangen nehmen. Haben wir hier noch Leute, die wir gefangen nehmen können? Da, ja. Ah, die können wir retten. Okay.
Die kommen aus der gleichen Richtung wie die hier. Greifen hier an, wo keine Verteidigung ist. Das ist natürlich super toll. Das sieht nicht gut aus. Gut. Keine freie Sicht auf das Ziel. Okay, dann müssen wir halt warten, bis sie angekommen ist. Sissi, Cross, Dekas liegen alle da nieder. Behandlung von erfolgt bereits. Vier königliche Gunst. Okay. Konnte ich nicht auch mal Leute betäuben hier? So. Bench wurde erstochen. Markus liegt wieder am Boden. Sehr gut. Yorkshire Terrier, nein! Nicht Barney! Oh Mann. Okay, es ist echt. Nee, tut mir leid. Das ist alles zu unübersichtlich. Wir brauchen richtige Verteidigungsanlagen, bevor wir uns sowas, glaube ich, überhaupt erlauben können. Oh nein, Lucy bricht zusammen. Tja. Okay, gucken wir mal, ob wir nicht einen anderen Spielstand laden können.
wo das nicht passiert, weil das ist vollkommen absurd hier, was uns entgegengestellt wird. Auf einfacher Schwierigkeit oder Mittel oder was ist das normal hier oder was haben wir jetzt? Ja, wir haben Abenteuergeschichte, also normal quasi. Preis des Überlebens des Blut. Das ist doch neue. Das ist neue. Die heißen neu hier. Das war doch immer friedlich, einfach, normal. Und hier unten war grausam. Ha. Interessant. Okay, also das ist auf jeden Fall super Actionfilm, aber ich glaube, das kann ich nicht gewinnen mit meinen bescheidenen Fähigkeiten und mit dem Ausbau der Basis hier. Ich bin das gewohnt, dass das ein großer Teil der Karte aus Bergen besteht und man sich da reingraben kann, dann ist man relativ sicher. Aber das hier steht alles sehr offen, die können von jeder Seite angreifen und da bin ich zu doof für, sagen wir einfach mal. Gucken wir mal. Also hier hatte ich die Mods neu geladen. Allerdings ist das eine Woche oder so her. Wir haben Autosave vom 25. Ich glaube, das war, da hatte ich angefangen, die Mods zu benutzen. Das heißt, die letzten paar Folgen sind nur ein schlimmer Albtraum, den Bench hatte oder so. Ja, unter normalen Voraussetzungen, wenn das jetzt nicht. Ach du meine Güte, wir haben noch nicht mal die Mauer fertig. Das ist ja fies. Naja, dann würde ich sagen, bauen wir die Mauer fertig. Ja? Ist schon Priorität, sehr gut. So, dann brauchen wir ein, zwei mehr Batterien. Weil dann bauen wir nämlich gleich und ein, zwei mehr von den Solarpanelen. Dann bauen wir nämlich gleich hier überall Türmchen hin. Die Turrets. So. Das ist wenigstens schon fertig, aber noch nicht hier die Mauer. So, wir rechnen zwar jetzt nicht so direkt damit, dass wir in dem Maße angegriffen werden, wie wir das hier gesehen haben, aber sicher ist sicher, sage ich mal. Gesetzlosenlager, was ist das denn? Häuptling der Fraktion Rote Spaltleute hat uns eine Nachricht geschickt. So wie es aussieht, überfallen Piraten von einem nahegelegenen Lager aus ihre Karawanen. Dieses Lager gehört zur Fraktion der Rapiere von John. Die kennen wir schon. Forella hat uns gebeten, das Lager zu zerstören. Genauer, es sollen alle Gegner und Geschütztürme ausgeschaltet werden. Forella meint, dass es dort ein Banditenlager gibt. Ja, nee, danke. Erstmal nicht. Genug gekämpft in den letzten paar Episoden. So. Wo waren wir dabei? Hier hatten wir, da müssen noch welche hin. Dann sind wir einmal ganz rum. So, dann gucken wir mal,
Das hier könnten wir dann abreißen, hatten wir gesagt. Aber wir brauchen ja nicht alles abreißen. Können ja vielleicht ein paar Querwände da lassen. Dann haben wir was, wohinter wir in Deckung gehen können, wenn dann doch mal wieder irgendwas passiert. So, wir haben, glaube ich, wieder nicht genug. Doch, da sind noch ein paar Gräber. So, wir brauchen Strom, weil nicht alle Turrets momentan mit Strom versorgt werden, wenn sie fertig sind. So, hier. Da. Hier unten. Und wie gesagt, normalerweise würde man weiterspielen, auch wenn einem Kolonisten sterben, weil das macht ja gerade die Geschichte schön und das Drama und so. Aber es hat ja keinen Sinn, wenn wir das statt Filmabend machen und da kommen dann Leute zu Tode. Das ist ja irgendwie doof dann, ne? So, warum ist Carsten heute nicht da? Ja, dem wurde erst die Lunge weggeschossen und dann ist er beim Banditenüberfall ums Leben gekommen. Das macht sich nicht gut. So. Ah ja, das Gefängnis habe ich auch noch nicht in Auftrag gegeben. Aber machen wir erstmal die Verteidigung. Das ist erstmal wichtiger. Hier ist auch noch nichts. Ich bin langsam ein bisschen. Ach, wir haben noch nicht mal den Nussi überzeugt hier. Okay. Wer kann denn? Irgendjemand konnte doch betäuben. Wer war das? Ist auch gerade keiner da. Das ist ja sehr, sehr gut. Ihr seid relativ nah. Harmon ist auch relativ nah. Sehr gut, und jetzt den. Cool. Nehmen wir Jefim gefangen. Gehen wir da weg. Dann nehmen wir Mensch gefangen. Tot in 15 Stunden, obwohl wir den nur. Ach so, das Riesenfaultier hat mitgeholfen. Üks. Das ist nicht so gut. So. Sissi kann operieren. Okay. Die Sissi. Okay. Wo können wir denn jetzt eigentlich die Gliedmaßen herstellen? Gar nirgends, oder was? Brauchen wir da einen extra Tisch zu, oder wie? Oder brauchen wir dazu einen Arbeitsplatz?
Oder haben wir das alles noch nicht erforscht? Wir haben das alles noch nicht erforscht. Okay. Gut, dann ist das der Grund. Was wir auf jeden Fall schon mal machen können, ist hier die Wand verstärken. Kältewelle, okay. Hier können wir schon ernten, vielleicht sollten wir das tun. Okay. Liegen schon wieder Leichen auf dem Müll. Vielleicht sollten wir hier ein paar Gräber bauen, dann ist das gleich. Ja, in der Nähe von wo sie immer die Leute begraben wollen. So. Liegt noch eine tote Ente. Ja, siehst du, Carsten hat noch ein bisschen von dem Reis gerettet, bevor eingefroren ist. Ich glaube, wir brauchen noch Bergarbeiter. So. Vollständig geheilt und ich habe sogar noch meine Wirbelsäule. Ist das nicht toll? So. Aber wir brauchen. Wo war das bei Diverses? Ein kleiner Schrein, um die Geister zu verehren. Die Psi-Wirker eines Stammes können sich beim Meditieren auf diesen Schrein konzentrieren, um den Psi-Fokusgewinn zu steigern. Naturschreine verlieren ihre Kraft, wenn sie in der Nähe von künstlichen Strukturen befinden. Deshalb müssen sie immer in der Natur gebunden werden. Ah, natürlichen Aussehens werden sie von Plünderern grundsätzlich ignoriert. Was? Brauchen wir hier mal einen kleinen. Aus Granit können wir nicht, aus Holz können wir. Der ist zu nah dran. Wo muss ich den denn ganz hinbauen, sag mal? Hier kann ich den hinbauen. Also in dem Kreisgebiet darf nichts sein, quasi. Wow. Ah, Stelle zum Meditieren, sehr gut. So. Das bauen wir mal hier hin. Hier auch eine. Kann man Besitzer wählen? So, sehr schön. Nee, nee. Gleich wieder ein Gefängnisausbruch, weil hier die besonders extra Spezialisten hier unbedingt ausbrechen wollen.
Ah, siehst du, langsam wird mal hier die Mauer gebaut. Sehr gut. Wie viel Holz haben wir eigentlich? 6000 Holz, wow. Können wir das ja vielleicht doppelt machen und ein paar Fallen reintun, wie wir das. Nicht, dass irgendwas in nächster Nähe fertig wird hier. Das nächste Mal, bevor ich einen Auftrag annehme, von dem ich nicht genau weiß, was er macht, werde ich abspeichern. So. Was? Feuer? Oh nein! Die Boomratten. Die Boomratten laufen hier rein, geraten in die Fallen und explodieren. Ja. Ist klar. Darum wollen wir hier auch Stein haben. Sehr gut. Manometer. Okay, der kriegt Strom. Gerade noch so, aber. Hier wird es dann ein bisschen schwierig mit der Stromversorgung. Okay, warum die jetzt explodiert sind, keine Ahnung. Das versuchen wir mal zu zähmen hier. Aber wenn wir es erschießen, dann explodiert's. So. Sehr gut. Okay, jetzt ist schon wieder 40 Minuten. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.